In der griechischen Mythologie war Manto die Tochter des blinden Sehers Teiresias und besaß selbst die Gabe der Prophetie. Im Epigonenkrieg wurde Manto und ihr Vater als Kriegsbeute nach Delphi gebracht. Apollon sandte sie nach Kleinasien, wo sie bei Kolophon das Orakel des Apollo von Klaros gründete. Dort heiratete sie den Kreter Rakios und wurde Mutter des Sehers Mopsos, der möglicherweise von Apoll gezeugt worden war und den Seher Kalchas in einem Wettstreit schlug, woraufhin Kalchas starb. Bei Euripides wird erzählt, sie habe den noch wahnsinnigen Muttermörder Alkmein geheiratet und ihm Amphilochos und Tisiphon geboren. Nach einer anderen Überlieferung ging sie nach Italien und gebar dort dem Tiberinus, dem Flussgott des Tiber, den Unus, der Mantua gründete und nach ihr benannte. In einer dritten Überlieferung wurde Mantua nach Manto, einer Tochter des Herakles, benannt. In einer kurzen Schlüsselszene der klassischen Walpurgisnacht im Faust II lässt Goethe sie als Tochter Äskulaps auftreten. Bekannt wurde das Zitat: „Den lieb ich, der Unmögliches begehrt.